Ja, ein herzliches Willkommen zum nächsten Projekt, und zwar Star Wars Battlefront 2. Es hat jetzt endlich mal funktioniert. Am 20. November habe ich dann mal meinen Zugriff oder den freien Origin-Monat gekriegt. Aber ja, sie hatten ja schon bei EA geschrieben, dass es halt eine ganze Menge Keys waren, die sie rausgeben mussten. Und ich hoffe mal, dass es jetzt wirklich auch bis zum 20. Dezember geht und nicht nur bis Ende November, weil das wäre dann halt echt eine ziemliche Frechheit. Aber gut, wir können uns dann jetzt mal um die Singleplayer-Story von Battlefront 2 kümmern. So, oh, wir haben noch zwei ungeöffnete Kisten. Sehr toll. Hey, Case Opening macht ja jeder gerne. Dann schauen wir da doch mal rein. Einstiegsbundle. Juhu, irgendwelches Zeug. Ja. Hey, cool, eine Carbo-Rüstung. Ich weiß auch nicht, inwiefern ich den Multiplayer-Modus da großartig mitnehmen werde. Von daher werde ich das wohl alles mehr oder weniger links liegen lassen. So, und ein paar Crates. Okay, so viel dann zu dem obligatorischen Case-Opening. Ich glaube, soweit eingestellt sollte alles sein, was Ton und Grafik und so betrifft. Von daher, nach 2,5 Minuten starten wir dann doch jetzt mal in die Kampagne. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Intro und bin mal gespannt, was das wird. Sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Cool.
Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere, es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden, also... Mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ 626. VZ 626. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Wir haben einen Schock. Der nichts tut, solange der Droide deaktiviert ist. Bis er den Zugangscode hört, unternimmt der ID-10 gar nichts. Lass mich einfach in Ruhe arbeiten. Verstanden. Ich werde schweigen, bis Sie diese Taktik mit 3, okay. Einheit fertig zerlegt haben. Der ID-10 wurde anscheinend ferngesteuert aktiviert. Droide, führe den Plan durch. Hol die Schiffspläne aus ihren Computern und komm dann zu mir. So. Achtung, True! Feindlicher Droide läuft frei herum. Nicht anfassen. Okay, wir können jetzt hier mal ein bisschen uns umschauen. Sehr schön. Was haben wir da noch Schönes? Das ist verboten. Klappe da hinten. Okay. Komm über das Lüftungssystem zu mir. Ordnung, wir haben hier aber noch ein bisschen mehr anzuschauen. Erstmal alles abscannen, dann können wir eventuell ein bisschen besser voran. Seid ihr schon... Ne, ich glaube, ihr unterhaltet euch. Okay. Ich dachte, ihr wärt schon irgendwie in Alarmbereitschaft und in Deckung gegangen. Achso, genau, das hatten wir. Weißt du was? Klappe. Gut, schauen wir mal rein. Ich denke, hier sollten wir dann durchkommen. Ist irgendein Sammelobjekt gefunden, okay. Na gut, raus geht's nicht. Wo ist denn hier Lüftungssystem? Ich glaube, angeschaut haben wir jetzt hier alles hier soweit. Das ist wahrscheinlich, oder? Ne? Können wir die Dinger eigentlich auch nochmal schocken? Ne, können wir nicht. Ach, da oben, okay. Natürlich. Sorgen. Wirklich? Weißt du, wer in unserem Zellenblock sitzt?
Jetzt schon irgendwas entdeckt? Warum bauen Sie dann den neuen Todesstern dort? Du meinst, dass das Radio-Mond gehört? Autsch! Das war etwas schneller, als ich mir dachte. Du machst dir zu viel Sorgen. Wirklich? Ja, wahrscheinlich muss ich hier dann durchsprinten. Jemand Wichtiges vom Imperium. Spezialeinheit. Ganz genau. Das gefällt mir nicht. Der Zellenblock wird schwer bewacht. Sehr schwer. Selbst wenn sie irgendwie aus. Busch, dankeschön. So, einen wunderschönen guten Tag. Oberkommando fordert Bericht über abgefangene imperiale Nachricht. Danke. Tarnung. Die Ordnungsanzeige stellt die wachsende Aufmerksamkeit dar, okay? Wie läuft's mit der Entschlüsselung? Das Oberkommando erwartet Ergebnisse vor Endor. Dauert länger als erwartet. Die Verschlüsselung ist überraschend komplex. Ich gebe mein Bestes. Ich geb's weiter. Ja, ja, mach dir mal. Was gibt's hier eigentlich? Erstmal nichts, wahrscheinlich noch irgendwelche Sammelobjekte für Notfälle, denke ich mal. Aber ich glaube, ich würde mich hier erstmal durchwuseln. Vor meiner Zelle sind zu viele Rebellen. Such einen anderen Weg. Jo. Ich versuche mich da mal hier durchzukämpfen. Sie haben den neuen Todesstern entdeckt. Wusch, jetzt weiß ich ja, wie wir hier durchkommen. Oh. So. Na, ist ja gut, dass wir hier draußen hier können. So, der konnte mal weg. So, das mit dem Scan ist gerade noch nicht wieder verfügbar. Ich hänge mich da mal kurz da rein, ne? Wieso kann ich denn schon wieder nicht das Ding hier benutzen? Achso, das mit dem Schockaufladen dauert wohl auch eine Weile. In Ordnung. Ich muss mich, wie gesagt, erstmal ein bisschen mit dem System hier beschäftigen. Dann lassen wir die einfach mal links liegen. Jo. Melde dich, wenn du fertig bist. Wie sieht's aus? Du hast recht. Die Energiekopplung der Ionenkanone ist hinüber. Dann zerlegen wir dich gleich mal hier. Dann solltest du mal außer außer Gefahr sein und aus den Füßen. Hier nochmal hacken. Dann sollten wir hier durchkommen. Komm zu mir. Es ist Zeit. Jawohl. So, ich denke, jetzt sollten wir es gleich haben. Ah ja. Ich führe dich durch die Lüfte.
ihn unterwegs. Gutes Timing. Gehen wir. Commander Versio, genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Okay. Droide. Hey, genug jetzt. Du bleibst da drin bis nach Endor. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen. Also bis dahin, setz dich und sei ruhig. Gute Nacht. Können wir dich rauslassen vielleicht? Sieht aber nicht so aus. Droidenschock. Okay. Könnte ich auch einfach Takedown? Ahnen die Rebellen, dass sie gefangen werden wollten? Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Wir hätten ihr Schiff einfach sprengen sollen. Zu auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Ich verstehe, Commander. Naja, subtil. Obwohl, bisher sind wir tatsächlich einigermaßen subtil. Check das Ding. Ja, schon praktischerweise kann ich mich ja... zur Vorbereitung unseres Angriffs auf Endor. Kommen Sie mit! Wir brauchen jedes Schiff für einen entscheidenden Schlag gegen das Imperium. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Sullust-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. So muss es auch bleiben. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. Na gut, dann beeilen wir uns doch mal. Ah, sieh mal an. Nicht mal ein bisschen Bewaffnung. So, und dann könnten wir jetzt eigentlich auch, wenn wir schon mal Waffen haben, in die Ego-Perspektive gehen. Du musst was hacken. Ist, finde ich, sehr angenehmer. Jo, macht mal. Elektroschock, los! Ihr seid ja auch einigermaßen alleine hier, oder? Ah, doch nicht. Zwillingsbrüder. So, zwei Probleme weniger. Ah, Sammelobjekte. Sehr schön. Wie gesagt, da werde ich wahrscheinlich nicht alle mitnehmen, aber wenn es sich gerade so anbietet, schlage ich natürlich zu. Verdammte Gonk-Droiden da unten. Irgendwas sieht mich. Da hinten ist, glaube ich, jemand, ne? Okay, dann wieder zurück. Hier scheint sie erstmal nicht wirklich weiterzugehen. Da müssen wir tatsächlich auch gar nicht hin, wie ich gerade sehe. So, dich habe ich absolut nicht gesehen hier. Aber gut.
war ja auch niemand mehr da, der irgendwie ihr zur Hilfe eilen konnte. Gibt es jetzt hier unten noch irgendwas Interessantes? Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, kann ich mich auch mal umschauen. Oh. Bonk. Ja, aber ich glaube, sonst gibt es hier erstmal nichts mehr zu mitnehmen. Die Tür wird wahrscheinlich zu sein. Die können wir auch nicht öffnen. Okay. Na dann, weiter geht's. Ah, ich glaube, ich bleib mal beim Schleichen. Noch klappt das hier einigermaßen. Armes Tuff-Tuff. Los, schock sie schon! Agent Hubs, ich bin bei der Kommunikationszentrale. Das Löschen der Nachricht wird einen Alarm auslösen. Bereit machen zur Exfiltration. Verstanden. Ich glaube, das Ding könnte man auch nochmal schocken. Ja, bisher läuft es hier wunderbar. Aber die haben ja eben auch nicht damit gerechnet, dass wir ausbrechen. Ich arbeite daran, die Nachricht zu knacken. Das geht aber nicht, wenn ständig jemand nachfragt. Vielleicht geht's, wenn du ausgeschaltet wirst. Verschlüsselte Infos gefunden. Na dann, geht's mal dran. Jawohl. Bin unterwegs. Die Taurus auch. In Ordnung, dann waren wir jetzt lange genug leise. Ne, geht schon, danke. Das passt schon. So, schon hilfreich, der Kleine. Da kann man nicht meckern. Ah ja, stimmt, das wäre auch eine Idee. So, müssen wir den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Scheint mir so. Dann kannst du da mal weg. Ich habe sie abgeknallt. Gut, das dürfte es gewesen sein mit euch. Kommen wir denn hier wieder... Nee. Kommen wir leider nicht weiter. Hi. Sehr schön, aber euch kriegen wir glücklicherweise auch noch ganz gut weg. Na, mach. Türkontrollfelder. Schieße auf die Kontrollfelder, um Türen zu öffnen oder zu schließen. Alles klar. Tschüss. Macht's gut, ihr Trottel. So, habt ihr da hinten irgendwas Schönes noch? Oder... Na, wart einfach nur in dem Raum. Hätte ja sein können. Aber gut, wir kriegen das hin. Nicht entkommen! Das ist gut, nicht entkommen!
Hallo. So, dann zerlegen wir euch mal gemütlich. Sonst noch jemand da, der geschockt werden möchte? Ihr wirkt alle so geschockt. Hi. Aber es geht. Wie gesagt, lässt sich angenehm gut steuern. Die Waffen sind ja auch glücklicherweise, da es Laserwaffen sind, schießen sie genau dahin, wo ich ziele. Man muss keine Ballistik mit berücksichtigen. Das ist echt wunderbar soweit. Und lässt sich halt auch echt angenehm steuern hier. Gutes Trefferfeedback, aber es war ja halt auch schon beim ersten Teil so. Hier ist erstmal zu, wie es scheint. Ja, ja. Ja. Ah, du hast ja etwas härtere oder etwas schwere Geschütze, die du hier auffahren möchtest. In Ordnung, kannst du machen. Aber auch ihr habt hier nicht so unglaublich viel, ne? Wieder zwei weniger. Sonst gibt es erstmal nichts zu hacken. Schade, das war wohl schon zu. Einmal hacken, bitte. Jemand ist so freundlich. Na, kriegst du das auf? Kriegen wir hin. So, dann machen wir hier nochmal zu. Aua. Und ich hätte mal auf die Lebensenergie achten sollen. Gut, wo ist der letzte Checkpoint? Oh. Die ist nicht. Der ist nicht angenehm gesetzt hier. Alles klar. Dann, ja, mehr konzentrieren. Und ein bisschen sinnvoller schießen. Scan mal bitte. Das ging mir erstmal besser, da war ich aber auch noch nicht so ungeduldig. Das hatte sich auch gerade erledigt mit dem Elektroschock. So, na gut, wie gesagt, Lebensenergie regeneriert sich glücklicherweise. Suche nach Gegnern. Ich glaube, ich muss hier echt gleich mal ein bisschen zumachen. Wäre vielleicht besser für euch. So, genau, hier war ja auch nichts, wie mir gerade nochmal auffällt. Hopp, hopp, hopp. Ich kriege jetzt irgendwie deutlich mehr ab, merke ich. Als bei der ersten Runde. So, aber dann sind wir auch schon wieder hier.
Aua. So, hier direkt mal zumachen. Jetzt wird's wieder knapp. Du bist aber hier bald durch. Okay, sehr schön. Na, ich weiß ja nicht. So, dann können wir mal kurz in Deckung gehen und auch mal die Folge beenden. In der nächsten Folge kommen wir dann hoffentlich von dem Rebellenschiff hier mal runter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.